Willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute geht es wieder um ein Tutorial-Video, um einen Kuchenhändler. Wir haben hier heute das Problem, dass das Zündschloss-Effekt ist. Und wir werden heute mal mit euch zusammen das Zündschloss aus- und einbauen, damit ihr wisst, wie das funktioniert. Zum Auto. Auto ist ein 2008er Opel Meriva mit 91 gelaufen, ist ein Kundenwagen. Und die Kundin hat das Problem gehabt, dass das Zündschloss schon gehakt hat, beziehungsweise dass auf Stellung 0 schon das Lenkradschloss eingerastet hat, ohne dass der Schlüssel rausgezogen war. Ist mittlerweile auch ein TÜV-relevanter Mangel. Also wenn ihr das schon habt, solltet ihr schauen, dass ihr schleunigst euer Zündschloss erneuert, weil das hat jetzt hier schon gehakt und hat sich auch nicht mehr schließen gelassen. Oder man konnte es nicht mehr drehen. Wenn es sich gar nicht mehr drehen lässt, wir haben jetzt ja Glück gehabt, wir haben es nochmal gedreht bekommen, muss das Schloss ausgebohrt werden. Ich zeige euch mal das Schloss. Wir haben hier schon das alte Schloss. Kann man das sehen? Ich habe heute einen Kameramann dabei, von daher bin ich heute selber mal im Bild. Ich würde sagen, wir springen auch jetzt direkt rein ins Auto und dann geht's los. So, wir sind im Auto und wir haben das neue Zündschloss jetzt schon drin. Ich zeige euch aber nochmal den kompletten Ein- und Ausbau von dem Zündschloss. Wie gesagt, mit dem alten kann ich es nicht mehr machen, weil das klemmt und ich Angst habe, wenn ich das alte jetzt nochmal reinmache, dass ich das Zündschloss nicht mehr drehen kann. Weil um das Zündschloss auszubauen, das zeige ich euch gleich, muss das Zündschloss gedreht werden. Ich kann euch das hier mal zeigen. Das Zündschloss funktioniert ganz normal. Und das Zündschloss hier hakt, lässt sich nicht mehr drehen. Zur Bestellung von dem Zündschloss, wir haben das jetzt bestellt bei Opel auf Schließung, dauert 3 Tage. Kostenpunkt circa 110, 120 Euro plus Steuer. Und ihr braucht von eurem Auto die Schlüsselkarte. Wenn ihr die Schlüsselkarte nicht habt, muss die bei Opel neu beantragt werden. Kostet, meine ich, 35, 38 Euro plus Steuer. Habe ich jetzt auch nicht gehabt bei dem Auto hier. Also wie gesagt, den Schlüsselcode mussten wir mit anfordern bei Opel. Das kann man mitmachen. Kostet 38 Euro plus Steuer, also ungefähr 40 Euro. So, das alte Schloss legen wir mal hier hin. Und dann fangen wir mal an mit der Lenkradverkleidung. Wie wir die ausbauen. Dazu brauchen wir, was haben wir hier, einen 20er Torx. Dazu machen wir zuerst das hier runter. Das ist für die... um die Höhe zu verstellen. Ich kann jetzt das Lenkradschloss hier drehen. Dann haben wir, kommen wir hier rum, damit man das filmen kann. Hier ist eine Schraube. Schraube lösen. Das abmachen. Wieder nach oben klappen. Das ist, damit man gleich die Lenkradverkleidung, die untere, nach unten wegmachen kann. So, dann haben wir hier unten eine Schraube. Die Zündung an, dass das Piepen nicht da ist. So, auch 20er Torx. Einfach rausdrehen. Schraube sieht man, legen wir uns im Fußraum. Dann geht es wieder nach oben. Jetzt nehme ich mal die Lampe, dass man was sehen kann. Haben wir hier so Nasen in der Lenkradverkleidung. Die müssen wir aushebeln. So, andere Seite genau das gleiche, das brauchst du jetzt nicht zeigen, das erklärt sich von selbst. Ist ein bisschen fummelig. So, dann kann man den oberen Teil auch schon abmachen. So, weiter geht's. Jetzt haben wir, kann man das sehen, leuchte mal hier oben rein oder film mal da oben rein. Da sind auch 2 Schrauben links und rechts, die müssen wir lösen. So, andere Seite brauche ich euch nicht zeigen, ist genau das gleiche. So, dann den Schlüssel raus. Hier ist noch so ein Gummi, das muss ab. Auch weglegen. Und dann kann man die Lenkradverkleidung nach unten abnehmen. 4. So, das war's schon. Die Lenkradverkleidung haben wir ab.
Dann kann man hier, filmen wir hier oben drauf, haben wir hier den Wischerschalter. Den kann man jetzt hier ausrasten. Ist oben und unten so eine Nase, dass wir ein bisschen Platz haben. Ich ziehe den mal raus, an die Seite legen. So, und jetzt hier oben nochmal drauf filmen. Jetzt haben wir hier oben, ich hoffe, man kann das sehen, ein Loch. Ne? Und das brauchen wir gleich, um das Zündschloss rauszuholen. Dafür müssen wir Schlüssel rein, in Stellung 1, halt mal die Lampe mit fest, jetzt hier oben den Schraubenzieher rein, das ist ein bisschen fummelig, so, habt ihr gesehen, das Lenkrad, das Schloss ist rausgesprungen, kann man komplett rausnehmen und das war es eigentlich im Großen und Ganzen schon gewesen. Also ihr drückt quasi durch das Loch hier das hier runter. Ne? Das ist die Sperre für das Schloss, damit man das Schloss rein und raus machen kann. Ja, das war es eigentlich schon gewesen. Worauf ist noch zu achten? Genau, auf das Lenkradschloss. So, jetzt ist das Lenkradschloss eingerastet. Kann man, glaube ich, sehen. Und wenn man jetzt das Schloss nimmt, das müsst ihr in der Stellung reinmachen, wo sich das hier nach unten drücken lässt. Das ist jetzt in Stellung 0. Wenn ich das rausnehme, könnt ihr das nicht nach unten drücken. Rein, so lange drehen, bis sich das nach unten drücken lässt und dann das Schloss rein. So, jetzt geht das Schloss aber nicht rein. Ne? Dafür gibt es einen Trick oder man muss wissen, wie man es macht. Braucht einen Schraubenzieher. Du müsstest einmal da rein filmen und da muss man die ganze Geschichte hier, Lampe rein, ich hoffe, man kann das sehen, einmal hier nach unten drücken, dass das Lenkradschloss quasi wieder ausrastet. Jetzt könnt ihr sehen, zeig mal. Das Lenkrad kann man wieder drehen. Und jetzt kriegen wir das Schloss auch wieder. So, wo ist das Schloss? Also, darauf achten. Den Schlüssel so weit drehen, bis sich die Nase hier nach unten drücken lässt. Schlüssel rein, beziehungsweise Schloss rein. Reindrücken. Das war's schon gewesen. Schloss ist wieder drin. Also, ganz einfach eigentlich. Und jetzt sage ich mal umgekehrt, die ganze Geschichte wieder zusammenbauen. Ich glaube, das zeigen wir euch jetzt an der Stelle nicht. Weil das erklärt sich von selbst. Also, ist wie was ausgebaut haben, zurückbauen und dann ist es das, sage ich mal, gewesen. Ja, wir hoffen, wir konnten den einen oder anderen mit dieser Anleitung helfen. Wie gesagt, ist ein TÜV-relevanter Mangel. Wenn das schon anfängt zu klemmen und ihr fahrt mit so einem Schloss zum TÜV, kriegt ihr eigentlich heute in der Regel, wenn es der Prüfer merkt, kein TÜV mehr. Hatten wir jetzt schon zweimal gehabt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert unseren Kanal. Für weitere Videos geben wir uns natürlich weiterhin Mühe. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ich bin raus. Ciao.